Ja, die BVCom Office ist ein Unternehmen seit 35 Jahren am Markt und wir beschäftigen uns mit der Office-Technik und sind dort Konzessionär von der Xerox und im Bereich Medientechnik auch schon viele Jahre erfolgreich unterwegs. Und das Ganze können wir Deutschland und Europa weiterbilden. Ja, in den Main-Taunus-Kliniken geht es um 3 Kliniken, die wir dort ausstatten. Wir haben es dort mit ca. 700 Systemen zu tun und wird das Ganze mit den Absprachen des Kunden vorkonfiguriert. Das heißt, eine Plug-and-Play-Situation geschaffen, wenn wir beim Kunden ausliefern. Muss natürlich gewährleistet sein, dass das relativ kurzfristig vonstatten gehen kann. Und somit haben wir die Systeme entsprechend vorkonfiguriert nach den Richtlinien des Kunden, um sie dann peu à peu in Chargen entsprechend den Stationen, die zur Verfügung standen, auszurollen. Die wichtigsten Punkte bei der Ausschreibungsgestaltung waren einmal das Preismodell. Wir sind auf ein Pay-per-Use-Modell umgestiegen. Wir haben unsere Druckerflotte von der Typanzahl reduziert. Wir wollten auch insgesamt die Anzahl der Drucker reduzieren um 30-40%. Das zeigt sich, dass uns das gelingt. Und als drittes Haus ist für uns wichtig, dass wir die Sicherheit an den Endgeräten noch entsprechend hochfahren, dadurch, dass wir die Interfaces einfach absichern. Es war jetzt für uns nicht das erste Großprojekt. Wir haben da schon viel Erfahrung sammeln können. Was man aber wirklich sagen muss, ist diese Herausforderung der Corona-Weltlage, die uns hier eingeholt hat. Wir haben durch die Kooperation mit der LAB und auch der Xerox es geschafft, reibungslos das Ganze zu organisieren. Nun, zunächst muss man dazu sagen, dass sowohl die BVCom als auch die LAB eine hohe Expertise im Bereich Managed Print Services für mittelständische und größere Unternehmen haben. Diese Leistungsfähigkeit wollten wir verbessern, da wollten wir uns für unsere Kunden noch stärker machen. Und da lag die Zusammenarbeit mit der BVCom nahe. Wir sind schon lange befreundete Unternehmen, uns verbindet ein Vertrauen und eine Partnerschaft. Also die Kooperation mit der LAB OHG war sehr erfolgreich und durch diese Kooperation hatten wir die Möglichkeit, natürlich unsere Mitarbeiteranzahl zu verdoppeln, die Ressourcen und entsprechenden Spezialisten für dieses Projekt noch weiter auszubauen. Besonders beeindruckt hat uns, dass im Vorfeld entsprechende Testungen und Vorbereitungen schon getroffen wurden und auch die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Aktuell nutzen wir die Systeme noch nicht produktiv. Wir sind in einem intensiven Rollout, aber es zeigt sich, dass die versprochenen Inhalte aus den Bietergesprächen bisher vollständig umgesetzt und eingeführt wurden. Ich konnte die Teams heute selber ein bisschen beobachten und habe gesehen, das geht alles Hand in Hand, das ist abgestimmt und man unterstützt sich gegenseitig. Im späteren dann hat LAB die besondere Aufgabe, den Helpdesk, das heißt den First-Level-Support zu übernehmen. Und wir kümmern uns im Nachgang auch um die entsprechenden Aufgaben, was den Finanzbereich angeht. Wir haben jetzt nahezu alle 700 Systeme ausgerollt. Ich denke, wir haben keinen schlechten Job gemacht. Und wegen unserer Zuverlässigkeit haben uns die Varisano-Kliniken dazu beauftragt, die Seminar- und Schulungsräume mit Medientechnik auszustatten.